Ihr habt es alle mitbekommen, Stefan Raab ist zurück. Wir werden heute die Wahrheit hinter seinem Comeback herausfinden. Was ist passiert? Welche Theorien sind kompletter Quatsch und welche stimmen wirklich? Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Stefan Raab, der deutsche Trimax, war zu seiner aktiven Zeit der wohl gehypteste deutsche Entertainer. Damit wir das Comeback aber genau verstehen und analysieren können, müssen wir aber ganz kurz gucken, wo Stefan Raab eigentlich herkommt. Mit TV Total hat er Deutschlands wohl erfolgreichste Late-Night-Show moderiert und jahrelang mit seinen Ideen das Fernsehen in Deutschland geprägt und verändert. TV Total war als Show so beliebt und erfolgreich, dass alle Stars zu ihm wollten. Die Deutschen sowieso, aber auch international waren alle Gäste einfach da. Rihanna, Motorhead, Tom Cruise, Nelly Furtado, Eminem, 50 Cent, Alicia Keys, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Bruno Mars, Bud Spencer, Jackie Chan, Phil Collins, Katy Perry, Jay-Z, Justin Bieber. Alle einfach. Und auch YouTuber. Yes. Aus TV Total sind dann weitere Sendungen entstanden. Ja, Schlag den Raab, das Turmspringen, Autoball, Stocker, Crash Challenge, wir kennen sie alle. Alles, was Raab in diesen Jahren angefasst hat, ist zu Gold geworden. Alle seine Shows hatten Millionen Einschaltquoten. Mit Maschendrahtzaun hatte er Nummer 1 Hit in den deutschen Charts. 2000 ist er für Deutschland beim ESC angetreten und Fünfter geworden. Mit seiner Show Unser Star für Oslo hat er Lena Meyer-Landrut entdeckt und dafür gesorgt, dass sie beim ESC für Deutschland gewinnt. 2013 hat er das Kanzlerduell vor der Bundestagswahl mitmoderiert. Dieser Tausendsasser, ne? Macher. Natürlich war das Medieninteresse immer riesig an ihm. Gleichzeitig hat er sein Privatleben aber immer komplett geheim gehalten. Man wusste nichts. Es gab keine Infos oder Fotos von der Familie. Er hat alles immer komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Und immer wieder liest man im Internet, dass Raab das vor allen Dingen auch geschafft hat, weil er juristisch gegen alle Veröffentlichungen seines Privatlebens vorgegangen ist. Trotzdem war er natürlich selber ziemlich viel in der Öffentlichkeit, bis er 2015 gesagt hat, ey Leute, mir reicht's, ich bin hier raus. Und am 19. Dezember 2015 war dann bei Schlag den Raab sein letzter öffentlicher Fernsehauftritt. Und dann war's das. Kein Fernsehen, keine Auftritte, nichts mehr. Außer im Jahr 2018. Da hat er nämlich mit seiner Show Stefan Raab Live kurz dreimal die Lanxess Arena vollgemacht. Dreimal komplett ausverkauft die Arena, Live-Show mit vielen prominenten Gästen und ihm natürlich als Moderator. Aber eben halt nur live vor Ort. Es gab keine Übertragung, man kann das eigentlich nirgendwo sehen. Also auch irgendwie weirdes Konzept. Aber obwohl er die ganze Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit war, war er immer im Hintergrund als Produzent tätig und hat viele Shows im Fernsehen halt mitproduziert. Prozentual war er dabei nämlich auch an der Produktionsfirma Brainpool beteiligt. Das wird auch nochmal später wichtig. Mit der wurden dann aber einige Formate im Fernsehen und so produziert. Zum Beispiel auch täglich frisch geröstet mit Knossi. Aber das war der Stand, jetzt wird's interessant, jetzt kommen wir nämlich zur Gegenwart. Man hat ewig nichts mehr von ihm gehört, auf seinem Instagram-Account gab's genau ein Posting vom Jahr 2018. Aber dann, am 29. März, erscheint plötzlich dieses sehr hochwertig produzierte Video auf seinem Account. Ich glaube, ich muss gar nicht genau beschreiben, was man darin sieht, denn alle haben es gesehen. Über 65 Millionen Aufrufe. Über 1 Million Likes. Über 30.000 Kommentare. Also in Zahlen ist das für Social Media in Deutschland wirklich absolut geisteskrank. In dem Video, weite Landschaft, Elton rudert mit einem Boot zu einer Insel. Und im Hintergrund läuft ein Song, den Stefan Raab selber singt. Und, kleiner Funfact dazu, diesen Song hat Stefan Raab vorsichtshalber schon mal bei der GEMA eintragen lassen. Werknummer 36171588-001. Bitteschön. Und daran merkt man schon, da ist nichts irgendwie zufällig, sondern jedes einzelne Detail ist irgendwie genau geplant. Unter anderem, dass er sich halt hinsetzt, extra dafür einen Song produziert und den rechtlich schützen lässt. Macht er das einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein? Oder kommt damit noch irgendwas? Man weiß es nicht genau. Dann gibt es einen Dialog zwischen Elton und Stefan. Komm doch wieder, mach mal was. Ich möchte Influencer werden. Ich möchte ganz viele Follower haben. 9 Millionen in 3 Tagen. Und dann sagt Elton, okay, in 3 Tagen und zeigt aber nur 2 Finger in die Luft. Ist das ein weiterer Hinweis? Was steckt dahinter? Keine Ahnung. Ich musste ein bisschen daran denken. 3. Aber es war ja 4. Also falls ihr einen besseren Hinweis habt, was dahinter steckt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und alle haben gesagt, okay, in 3 Tagen ist 1. April, irgendein blöder Scherz wird dann kommen. Und man wusste ja, okay, irgendeine Auflösung muss ja kommen. Und offensichtlich ist das Interesse an Stefan Raab nach so vielen Jahren immer noch so groß, dass er innerhalb von 3 Tagen 2,8 Millionen Follower gesammelt hat. Allerdings, parallel wurde das auch auf TikTok veröffentlicht. Da war es dann nicht ganz so erfolgreich. Aktuell nicht mal 250.000 Follower. Das ist von 9 Millionen doch schon ein bisschen weit weg. Merkt man auch, dass es einfach so ein Generationending ist und so viele Leute halt auf TikTok wahrscheinlich Raab auch gar nicht kennen. Ja, 3 Tage waren rum. Trotzdem kam natürlich ein weiteres wunderbar hochwertig produziertes Video. Man hat schon gemerkt, das wurde eigentlich alles zusammengedreht. Wieder 17 Millionen Aufrufe, 500.000 Likes.
nix, was soll's. Und Elton sagt dann im Video, ja, das mit den 9 Millionen Followern, das hat jetzt so nicht geklappt. Und ich habe mich gefragt, also das wurde ja zeitgleich produziert, ja, die haben sich ja nicht nach 3 Tagen dann nochmal hingesetzt mit dem Kamerateam. Haben die jetzt 2 Versionen gedreht, falls er das wirklich doch geschafft hätte? Oder sind die einfach von Anfang an davon ausgegangen, dass das eh nicht passieren wird? Und Elton sagt, ja gut, eine Rechnung ist ja noch offen, der Kampf gegen Regina Halmich. Raab sagt, ja, fragst du mal, ob sie Zeit hat. Elton ruft an, okay, alles klar. Dann wird der Bildschirm schwarz und es erscheint der Text. Regina Halmich vs. Stefan Raab. The Final Fight, 14. September 2024. Tickets ab morgen, 2. April, 15 Uhr. Und alle dachten sich, ja, okay, ist ein April-Scherz, haha, lustig, lustig. Und dann kamen am nächsten Tag um 15 Uhr wirklich Tickets auf Eventim für dieses Event. Zwischen 57 und 197 Euro oder entspannten 252 fürs VIP-Paket konnte man sich Eintrittskarten für The Final Fight Regina Halmich vs. Stefan Raab in Düsseldorf kaufen. Dazu kam dann auf Instagram nochmal ein Bild von dem dicken Raab, was am Ende des zweiten Videos eh schon zu sehen war, nochmal mit dem Datum für den Kampf. Und es hat funktioniert. Alle 15.000 Karten waren innerhalb von 5 Minuten komplett ausverkauft. Aber man merkt trotzdem im Internet, viele Leute glauben trotzdem nicht, dass da irgendwie wirklich ein Boxkampf stattfinden wird. Darauf gehen wir aber gleich nochmal genau ein, weil ich glaube schon. Viele fragen sich an dem Punkt aber, warum? Warum sollte man komplett aus der Öffentlichkeit verschwinden und sagen, Leute, das war's, ich bin weg, 10 Jahre weg sein und dann dafür wiederkommen? Für eine Sache, die er vor Jahren schon 2-mal gemacht hat. Er hat schon 2-mal gegen Regina Halmich geboxt und beide Male verloren. Beim ersten Mal hat sie ihm sogar die Nase gebrochen. Wieso sollte er dafür jetzt also wiederkommen? Stefan Raab ist mittlerweile 57 Jahre alt, er geht auf die 60 zu. Regina Halmich war mal früher Boxweltmeisterin, ist mittlerweile aber auch schon 47 Jahre. Irgendwie passt das doch alles nicht zusammen, oder? Aber das Management von Regina Halmich hat den Kampf bestätigt. Die haben gesagt, yo, so genau wird's passieren. Und seit dem ersten Video laufen die Analysen und Verschwörungstheorien auf Hochtouren. Ja, ich finde das gut, dass diese Energie endlich mal in sinnvolle Themen fließt. Vergesst die flache Erde und Echsenmenschen. Hier gibt es doch ein Rätsel zu lösen. Jetzt auf, Leute! Und damit ist nämlich richtig interessant, denn es gibt einige Theorien zu diesem ganzen Comeback. Eine Theorie ist zum Beispiel, dass Stefan Raab hinter dem Anzeigenhauptmeister steckt. Der hatte nämlich im gleichen Zeitraum ein Video hochgeladen, was ziemlich ähnlich aussieht und wo er ein Auto beim Falschparken im Wald findet. An einem See, was ziemlich so aussieht wie das bei Stefan Raab. Und einige haben jetzt gesagt, ja, guck mal, das ist ein Zeichen, Stefan Raab steckt mit dem unter einer Decke. Die haben das zusammen produziert als Hinweis darauf. Torben Platzer hat das Thema mit dem Anzeigenhauptmeister bei sich im Video auch schon thematisiert und gesagt, Leute, vergesst es, es passt alles nicht. Das Boot ist ein anderes, die Angel ist anders und der Song im Hintergrund ist auch nicht der von Stefan Raab. Da wurde sich mit Schnittbildern ein bisschen was zusammengeklatscht, damit es ein bisschen ähnlich aussieht, passt aber nicht. Und ja, würde ich, glaube ich, jetzt erstmal so unterschreiben, wenn es wirklich die gleiche Produktion wäre, dann würde es auch gleich aussehen. Und was viele auch sagen, Niklas, also der Anzeigenhauptmeister, war während dieser ganzen Sache noch minderjährig. Stefan Raab hätte dann also ein Kind für sich engagieren müssen, nur um dann irgendwie so einen komischen Joke aufzuziehen. Hätte jetzt alles irgendwie nicht so ganz gepasst, könnte also einfach nur sehr gut gemachte Promo vom Anzeigenhauptmeister sein, denn er hat auch angekündigt, Niklas M., Anzeige ist raus. Wird der Anzeigenhauptmeister vielleicht bald zum Musiker? Eine Frage, die ich ausnahmsweise erstmal nicht beantworten werde. Hashtag Raab. Hashtag Stefan Raab. Bringt er also einfach nur einen dusseligen Song auf Spotify raus und möchte da ein bisschen Promo für machen? Und hat er einfach das Stefan Raab Comeback sehr gut genutzt? Ich würde sagen, nein, denn es steckt wohl noch einiges mehr dahinter. Und den größten Hinweis darauf gibt Stefan Raab wohl selber. Es gibt ja dieses eine Bild, diesen einen Shot von ihm, wo man ihn ganz kurz sieht in diesem Fettsuit mit einer Mütze auf, wo eine Wortkombination draufsteht. Eigentlich ist es nur eine Buchstabenkombination. NWSDWH. Und viele haben überlegt, was heißt das? Was kann das bedeuten? Welcher Hinweis steckt dahinter? Viele haben die Idee, dass es einfach, na, was soll das wohl heißen soll. Aber man weiß ja, Stefan Raab benutzt für seine Formate gerne mal irgendwelche dusseligen Abkürzungen. 2003 hat er zum Beispiel die Castingshow Stefan sucht den Super Grand Prix Star gestartet oder kurz SSDS GPS. Mats Mutzke hat gewonnen, durfte 2004 zum ESC und wurde 8. für Deutschland. Props dafür. 2007 entstand dann ein Nachfolgeformat mit dem knackigen Titel Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Oder wie die coolen Kids es genannt haben, SSDSDSSWEMUGABRTLAD. Ja, knacke ich. Und deshalb wird hier auch vermutet, ja, irgendwas muss doch hinter dieser Buchstabenkombination stecken. Und, Spoiler, das tut es auch. Stefan Raab hat sich letztes Jahr nämlich von Brainpool getrennt und seine eigene Produktionsfirma Raab Entertainment GmbH gegründet. Diese Firma hat sich am 26.03. die Wortmarke Raab Entertainment sichern lassen und 2 Tage später die Wortmarke NWS
DWH. Irgendwas muss da also hinterstecken. Wenn du dir diese Kombination schon extra sichern lässt, kann es gut sein, dass das vielleicht ein neuer Formatname ist. Raab Entertainment hat sogar schon eine eigene Website, da gibt's aber nicht viel außer so ein selbstgemaltes Logo, Schriftzug, drei Sterne und ein Boot. Und es kann natürlich gut sein, dass das Boot von Elton aus dem Video dieses Boot hier sein soll. Nur, dass eben nicht mehr Elton alleine drin sitzt, sondern Stefan wieder mit im Boot ist. Und bei dieser Produktionsfirma laufen eigentlich alle Fäden dieses ganzen Geheimprojektes zusammen. Denn die Produktionsfirma Raab Entertainment ist auch der Veranstalter des Boxkampfes gegen Regina Halmich. Und deshalb kann man eigentlich davon ausgehen, das ist nur der erste Schritt, da wird noch viel, viel mehr kommen, was vielleicht einiges ändert im deutschen Entertainment-Business. Man weiß zum Beispiel auch schon, dass Stefan Raab mit seiner Produktionsfirma für den Sender RTL während der Fußball-EM in ein paar Monaten ein tägliches Format produzieren wird. Da wird dann halt täglich auf RTL über die Ereignisse der Fußball-EM geredet, produziert von der Firma von Stefan Raab. Und das wird erst der Anfang sein. Denn hinter den Kulissen wird einiges schon gemunkelt. Und wenn man als berühmte Persönlichkeit so eine große neue Firma aufmachen möchte, dann kriegen das andere Leute aus der Branche im Hintergrund natürlich auch mit. Jan Böhmermann hat zum Beispiel letztens in seinem Podcast das hier gesagt. Und ich glaube, der ist auch jetzt bei RTL, schmeißt er den halben Laden demnächst. Bei ProSieben ist auch jede zweite Show irgendwie auf seinem geistigen Eigentum bewachsen. Das klingt, als würde da sehr, sehr viel noch kommen. Dieser Boxkampf ist also nur der Startschuss für eine Promophase, um ganz, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken zu erzeugen. Hat auf jeden Fall ordentlich geklappt. Mit fast 3 Millionen Followern auf Instagram kann man ziemlich gut arbeiten und Werbung machen. Und man merkt, okay, irgendwas ist da mit RTL, da wird wohl ziemlich eng zusammengearbeitet im Hintergrund. Die Theorie, die dazu jetzt im Raum steht, sagt, entweder gründet Stefan Raab eine eigene Streaming-Plattform oder macht das Ganze in Kombination mit RTL zusammen. Die Bild-Zeitung, und die haben manchmal ganz gute Insider-Infos bei sowas, schreibt dazu nämlich Folgendes. Er soll ein eigenes Streaming-Angebot planen. Dieses soll auf Handynutzer abzielen und sich auf Unterhaltungsthemen konzentrieren. Produziert sollen die Angebote im Handy-Hochformat 9:16 statt im klassischen 4:3 Querformat. Eine Streaming-Plattform für Handynutzer. Offensichtlich ist Stefan Raab nicht blöd und hat gemerkt, okay, die Zeiten ändern sich, klassisches Fernsehen guckt eigentlich keiner mehr. Aber Streaming und vor allen Dingen halt sowas wie TikTok im Hochkantformat? Wenn man aber geile Ideen hat und eine Menge Kohle, kann man da schon einiges machen. Und da ist offensichtlich einiges geplant. Die Bild-Zeitung schreibt nämlich auch dazu. Dazu gehören wohl eine Reihe weiterer hochkarätiger Projekte. Eines soll eine Musikshow sein, die eine Mischung aus einem Bundesvision Song Contest und Mask Singer sein könnte. Auch Niklas M., aka Anzeigenhauptmeister, hat laut eigener Aussage bereits mehr als 4000 Verkehrssünder angeschwärzt, soll bei diesen Streaming-Plänen eine Rolle spielen. Und ich bin überrascht, dass ausgerechnet er hier konkret genannt wird. Aber das kann halt erklären, warum er wirklich mit diesen Hinweisen spielt. Dass er sich nicht das selber im stillen Kämmerlein überlegt hat und sich gedacht hat, ah, komm, ich nutze das mal für Promo, sondern dass Raab sich diese bekannte Person, die gerade Aufmerksamkeit hat, ins Boot geholt hat, um das schon mal so anzuteasern. Und vielleicht ist das genau der Weg, dass man halt guckt, welche Leute sind gerade mega im Hype und sich die dann ranholt für die neuen Projekte auf der neuen Plattform. Die Grundlage dafür scheint aber genau da zu sein. Nach Bildrecherchen haben sie sich mit der Raab Entertainment GmbH beim Deutschen Marken- und Patentamt unter anderem die Rechte für Internet-Rundfunkunterhaltung, Klasse 41, schützen lassen, was eben für die Streaming-Pläne spricht. Das klingt alles so, als würde da was richtig Großes auf uns zukommen. Stellt euch also vielleicht vor, vielleicht war es so, die Senderchefs von RTL sind zu Stefan Raab gegangen und haben gesagt, Stefan, du hast so geile Ideen, du hast gute Quoten, die Leute mögen dich, mach doch was mit uns. Und Stefan Raab hat gesagt, okay, aber nur, wenn ich das alles selber entscheiden darf. Wenn eine ganze Plattform dafür kommen würde, kann es sein, dass Stefan Raab einfach der große Strippenzieher im Hintergrund dabei wird. Der eine absolute Entscheidungsfreiheit über den gesamten Sender hat. Und dann kann es halt gut sein, dass dieser Boxkampf das erste Event auf dieser neuen Plattform sein wird. Denn neben 15.000 Zuschauern im Stadion möchten ja auch Millionen Leute zu Hause irgendwie mitgucken können. Was gäbe es für einen besseren Push, als wenn Millionen Leute dieses Event direkt da mitgucken könnten. Was ist das für ein guter Promo-Aufhänger, wenn die Legende nach 10 Jahren genau einmal zurückkommt, um sich auf der neuen Plattform für die größtmögliche Promo nochmal zu zeigen. Wenn das passiert, wird das Ding safe Millionen Einschaltquoten haben. Genau das, was man machen möchte, wenn man so ein Riesenprojekt launcht. Und viele haben sich immer gefragt, ja komm, er war 10 Jahre weg, er wollte nicht in die Öffentlichkeit, ja, er ist Multimillionär, was will er denn? Warum soll er das tun? Aber stellt euch vor, jemand kommt und sagt, ey, du darfst alles entscheiden, hier ist eine Plattform, hier ist Geld, such dir die Leute, mach die Formate, die du machen möchtest und leb dich kreativ aus. Da verstehe ich schon, dass man nach 10 Jahren richtig Bock hat, das wieder so umzusetzen. Und es klingt wirklich alles so konkret, dass ich mir vorstellen kann,
dass das tatsächlich funktioniert. Alle Hinweise deuten also darauf hin, dass das ziemlich ähnlich so kommen wird. Ja? Ob mit oder ohne RTL werden wir sehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, mit RTL zusammen. Sowas wie Turmspringen läuft zum Beispiel mittlerweile auch schon da. Und das wird auch von der Raab-Firma produziert. Und vielleicht hat sich Stefan Raab von Brainpool auch getrennt, damit er sagen kann, ey, RTL gibt mir so viel Freiheiten, da bin ich jetzt drin, da möchte ich committen. Ich glaube, wenn man es richtig anstellt, kann das richtig, richtig erfolgreich werden. Und es wäre auf jeden Fall auch ein logischer Schritt weg von Fernsehen hin zu sowas. ProSieben hat das mit Joyn auch immer wieder probiert, ja, sich eine eigene Plattform für Streaming aufzubauen. Das Box-Event lief da zum Beispiel. Es gab immer wieder Formate mit YouTubern und Streamern. Aber so richtig funktioniert hat das nicht. Und vielleicht hat sich Raab gedacht, ja komm, dann, wenn ihr es nicht hinbekommt, dann gehe ich halt zu RTL und dann machen wir es richtig. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Wir werden sehen, spätestens im September. Was glaubt ihr? Wird das genauso kommen? Steckt doch irgendwas anderes dahinter? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vielleicht liegen wir hier richtig und wir können in einigen Monaten sagen, haben wir es doch gesagt. Vielleicht auch nicht. Dann wird es ein bisschen peinlich. Aber ich bin sehr auf eure Meinung und eure Theorien zu dieser ganzen Sache gespannt. Ich werde das natürlich weiter für euch im Blick behalten und ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen am See chillen gehen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.